Herzlich willkommen bei der Zubereitung von einem amerikanischen Krautsalat. Dafür benötigen wir einen halben Kopf Weißkohl, zwei Möhren, geschält, ein Glas Miracle Whip, ein großes mit 500 Milliliter Inhalt, sechs Esslöffel Pflanzenöl, zwei Esslöffel Tafelessig, weißer Essig, 100 Gramm Zwiebeln gewürfelt, 180 Gramm Zucker und zwei Prisen Salz. Den Weißkohl, die äußeren Blätter entfernen, Strunk entfernen. Dann haben wir nochmal halbiert und in Scheiben geschnitten. Und diese müssen wir jetzt etappenweise zusammen mit den Möhren im Mixtopf zerkleinern. Dafür nehme ich immer so eine Scheibe, klemme die zwischen den Messern so ein bisschen, damit die auch gut erfasst werden können. Und diesen Vorgang müssen wir gleich mehrmals wiederholen, da natürlich nicht alles auf einmal in den Mixtopf reinpasst. Und wir ihn uns ja auch nicht dadurch kaputt machen möchten, dass wir ihn sonst überlasten. Das Ganze für 10 Sekunden auf Stufe 6. Ich zeige euch einmal jetzt, wie der ausschaut. Ich habe jetzt oben noch ein großes Blatt. Das friemel ich nochmal raus. Das kommt dann gleich bei der nächsten Ladung nochmal mit rein. So schaut er aus. Für meine Zwecke finde ich den gut. Wenn euch das zu klein ist, müsst ihr natürlich die Zeit ein bisschen reduzieren. Das hängt immer dran, ja, wie ihr es gerne mögt, ob größer oder kleiner. Aber das ist ja das Schöne. Das könnt ihr dann variieren. Einfach dabei bleiben und immer so ein bisschen aufpassen, Sichtkontakt halten, damit ihr seht, wie klein das wird. So, ich werde den Vorgang jetzt wiederholen, bis ich meinen Krautsalat, wollte ich schon sagen, meinen Weißkohl klein habe und melde mich dann gleich zurück. Ich habe meinen Weißkohl jetzt klein und die Möhren. So schaut es aus. Die Zwiebeln habe ich vorher schon klein gemacht, weil im Rezept drin steht, gewürfelte Zwiebel brauchen wir. Ich hatte das abgewogen, das sind ungefähr 100 Gramm, das entspricht ungefähr zwei kleineren oder mittelgroßen Zwiebeln. Die können wir jetzt einfach damit draufgeben und rühren die gleich dann auch mit unter. Aber jetzt widmen wir uns erst wieder der Soße, den Sud, der da drauf kommt. Und zwar alle Zutaten jetzt in den Mixtopf geben und dann so lange rühren lassen, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Man sollte auch wirklich Miracle Whip nehmen. Soll jetzt keine Schleichwerbung sein, aber damit schmeckt es besser als mit normaler Mayonnaise. Wenn ihr mal nicht so viel braucht, könnt ihr natürlich auch gut die halbe Menge machen. Oder aber für eine Fete, eine Grillparty nochmal das Doppelte. Dann habt ihr halt keinen halben Kopf mehr irgendwo rumliegen. Könnt ihr alles verarbeiten. So, das Wasser habe ich gleich leer. Ihr könnt es auch ohne den Kali verrühren. Aber ich bin jetzt ein bisschen faul, ich bin erkältet, ich mache es mir jetzt so einfach, wie es geht. So, hier habe ich schon mein Essig und Wasser und so drin. Und der Zucker. Wasser gar nicht. Also entschuldigt bitte, das liegt wahrscheinlich an meiner Erkältung. Bisschen durcheinander. Vor allem habe ich gerade noch einen anderen Krautsalat gemacht. Da kam dann Wasser rein. Wie ihr hört, meine Hunde sind auch fleißig mit am Bellen. So, das Ganze stellen wir jetzt erstmal für 25 Sekunden auf Stufe 4 und schauen dann, ob der Zucker sich aufgelöst hat. Bis gleich. Die 25 Sekunden sind schon um. Ich nehme ihn jetzt mal raus. Das gießen wir jetzt einfach über unseren Salat. Der muss jetzt auch wieder am besten über Nacht stehen.
Je länger der zieht, umso besser schmeckt der. Gleich Deckel drauf, ab im Kühlschrank. Jetzt das Ganze halt noch eben kurz umrühren. Wenn jetzt schon mal probieren, würde halt nichts bringen, dadurch, dass er jetzt durchziehen muss. Ich hoffe, ich denke morgen daran, euch ein Foto zu machen von dem fertigen Ergebnis. Ich würde sagen, vom Außen her ist das schon mal ganz gut. Daher wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und lasst ihn euch schmecken.